Die ersten Jahre in der kleinen Bosch-Werkstatt sind, wie er selbst sagt, ein böses Gewürge. Die Aufträge rar, die Finanzen knapp. Dann aber kommt der Tag, an dem ein Kunde bei Robert Bosch einen Zündapparat bestellt. Er sollte was nachbauen, hat gemerkt, es funktioniert nicht so richtig oder nicht so, wie er es möchte. Und hatte dann zunächst nur mal die Idee, es soll perfekt werden, es soll eine gute Qualität sein, zuverlässig. Der Kunde erhält einen besseren Zündapparat, als er erwartet hat, und bestellt gleich einen weiteren. Das kleine Unternehmen hat ein erstes eigenes Produkt. Robert Bosch hat ja am Anfang auch umkonstruiert, um Lösungen für Kunden zu entwickeln. Das waren jetzt Personenrufanlagen, Blitzableiter, Klingelanlagen. Und als er dann vor der Aufgabe stand, so ein Dreirad mit einer Magnetzündung auszurüsten, da hat er seinen Werkmeister Arnold Zähringer gebeten, dass er sich darum kümmern solle. Das Produkt war dann so grundsätzlich anders als alles vorherige, dass man das patentieren lassen konnte. Mit der neuen Zündvorrichtung ist das kleine Unternehmen vorgestoßen ins Zentrum der Motortechnik. Denn die Funktion aller Benzinmotoren bis in höchste Drehzahlbereiche ist maßgeblich gekoppelt an das reibungslose Funktionieren des Zündfunkens im Explosionsraum der Maschinen. Bosch hat das schon, die Innovationskraft über seine Mitarbeiter ins Unternehmen eingepflanzt. Wenn man jetzt nochmal Gottlob Honold nimmt zum Beispiel, den bezeichnen wir mal als ersten Entwicklungschef. Also der musste Grundlagenforschung betreiben, welche Materialien kann man wofür am besten einsetzen und konkret Entwicklung. Das heißt also, aus Ideen Dinge entwickeln, die man dann produzieren und auch gut verkaufen kann. Das Unternehmen entwickelt sich bald zum Innovationsführer und erfindet, vor allem für die Automobilindustrie, immer neue Produkte. Ihre Stärke? Sie sind vom Bedürfnis des Kunden ausgedacht. Anlasser, Generator, Lichtanlage. Die Innovationskraft wird zu einem zentralen Faktor des Erfolgs. Innovationen sind allerdings kostenintensiv. Die Robert Bosch GmbH gibt etwa 10% ihres gesamten Umsatzes für Forschung und Entwicklung aus. Sinnvolle Entwicklungen, die länger dauern als geplant und dabei mehr kosten als budgetiert, werden dennoch bis zur Serienreife weiterentwickelt, wenn sie als zukunftsweisend angesehen werden. Es ist ein Privileg. In einer gewöhnlichen Aktiengesellschaft wäre das nicht möglich. Doch Bosch ist keine Aktiengesellschaft. Und das hat für den Bereich Innovationen erhebliche Vorteile. Ich kann es zum Beispiel an der Diesel-Hochdruckeinspritzung mal erläutern. Das hat 15 Jahre gedauert, bis man wirklich dort war, wo man hin wollte. Und auch beim Antiblockiersystem ABS hat es fast ein Jahrzehnt gedauert, bis das Ganze wirklich so funktionierte, dass man es in Großserie bauen konnte. Innovationen gehören so selbstverständlich zu Bosch, dass das Unternehmen zu den erfindungsreichsten in Europa zählt. Doch auf Erfindungskraft allein will Bosch sich nicht verlassen. Die Erfindungen müssen auch an den Mann gebracht werden.